Hallo. Ja, ich hab auf Stream starten gedrückt und ich habe vergessen. Hallo Tyrawal, schön, dass du da bist. Hallo Pi, schön, dass du da bist. Ich habe vergessen, wieder den Text zu überarbeiten. Ja, naja. Aber wir verteidigen ja Cambria immer noch, von daher passt schon, passt schon. Nummer 38 ist es jetzt auch nicht gerade. Okay. Hi, hi, hi. Ah, ja, so langsam etabliert sich der Samstagnachmittag zu einem Streaming-Tag oder zu einem Moment, wo ich Zeit zum Streamen habe. Meine Tochter ist noch nicht oder noch bei den Großeltern. Alex ist auch gerade nicht da. Ich habe was gefrühstückt. Ich habe auch noch ein bisschen Kaffee in einer sehr schönen Tasse. Ich habe was Wasser am Platz. Was will man mehr? Was will man mehr? Das Wetter ist heute nicht so doll, aber es wird kühl. Rumsöldnern, richtig. Genau, das ist der Plan. Ja. Tyrawald, geht's dir gut? Ich hoffe weiterhin. Ich hatte so ein bisschen einen leichten Anflug von möglicherweise könnte ich krank werden, aber es hat sich wieder gegeben, zum Glück. Genau. Es ist wieder weg. Mal gucken, ob es auch so bleibt. Und ich hoffe, es bleibt so. Hatte mir ja Notizen gemacht beim letzten Mal. Können wir gleich mal drüber reden. Und zwar haben wir beim letzten Mal drüber geredet, wen wir jetzt mit unserem großen Vermögen hier noch rekrutieren könnten. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was wir brauchen könnten und festgestellt, eigentlich wäre es cool, einen MG-Schützen zu haben, weil bisher haben wir keinen. Aber es gibt welche und ich habe rausgesucht, wer MG-Schütze ist. Und es wäre auch cool, gut, toll, wenn wir noch weitere Leute hätten, die mit Granaten gut umgehen können. Denn wir haben sehr viele Granaten hier in den verschiedenen Sektoren rumzuliegen, die wir noch nicht verteilt haben. Tatsächlich sind es da gar nicht so viele, aber hier sind es einige. Und ich glaube, in dem Sammelsektor sind es auch noch einige. Oh, doch nicht. Aber man sollte sich auf jeden Fall welche zulegen, weil die braucht man doch immer mal wieder. Und auch da könnten wir, glaube ich, Unterstützung brauchen. Und deswegen habe ich geguckt, welche Söldner können das und wer harmoniert denn miteinander, weil die sich zum Teil halt gegenseitig nicht mögen. Das hat Tyrawal bei Jagged Alliance 3 wohl schon festgestellt. Da hat er Buns und Fox im Team. Und ich hatte nochmal recherchiert. Fox hat kein Problem mit Buns, aber Buns mag Fox leider nicht. Genau, deswegen ist da die Teamharmonie etwas, hat einen kleinen Knacks. Genau, und das ist, es ist wohl okay, wenn die Söldner nicht so oft zusammenarbeiten und nicht in einem Team sind. Also ich habe ja hier auch immer zwei Teams, wenn ich angreife. Ich weiß nicht, wenn sie im gleichen Sektor sind, dann ist es, glaube ich, auch schon nicht so gut. Genau. Ja, aber ich drücke dir die Daumen, dass das Band nicht sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Fox. Ja, Buns ist eher zugeknöpft und Fox ist eher anzüglich. Genau, macht halt sexuelle Anspielung. Genau, das ist ja manchmal passiert das hier auch, wenn sie was. Also ein paar Kommentare sind, glaube ich, so. Genau. Und es ist, glaube ich, wenn man Bans anheuert, hat man das Problem hier auch.
Genau, und es kann passieren, dass die irgendwann den Vertrag dann nicht mehr verlängern und nicht mehr mit denen, also nicht mehr mit einem zusammenarbeiten wollen, weil sie mit denen zusammenarbeiten wollen, die sie nicht mögen. Genau. Auch so Kandidaten, die niemand mag, sind zum Beispiel Biff und Flo, oder nicht niemand, aber sie haben ganz viele Leute, die sie nicht mögen. Im Moment habe ich noch niemanden, der mit denen ein Problem hat. Aber es ist auch kein großes Problem, weil eigentlich habe ich die ja angeheuert, um durch die Gegend zu ziehen, Milizen auszubilden, und die gesammelten Waffen zu verkaufen und sowas. Deswegen sollen die eigentlich eh unterwegs sein und nicht kämpfen und in den Teams sein, wo die Söldner sind, die ein Problem mit ihnen haben könnten. Und von daher ist es in Ordnung. Genau. Nee, die zwischendurch drin hauen die nicht ab. Also das passiert zumindest in Jagged Alliance 2 nicht. Also die halten sich schon an ihre Verträge. Nur sie verlängern sie dann eben nicht manchmal. Das könnte dir halt bevorstehen mit Bans, wenn du sie nicht in ein anderes Team schickst. Genau. Weiß nicht, ein paar Mal ist das okay, glaube ich, aber irgendwann sagen sie dann, ja, jetzt ist nicht mehr so ihr Ding. Genau. Ja, was hatte ich noch aufgeschrieben? Genau, wir haben ein bisschen Benzinmangel, habe ich festgestellt. Aber da gibt es später eine Lösung für dich. Ich will die jetzt nicht spoilern. Genau. Dann habe ich es, glaube ich. Ach so, eine Sache haben wir vergessen. Richtig, wir haben eine Sache vergessen. Da gibt es auch so Tabellen, wenn man im Netz recherchiert, wer wen mag. Kann ich dir empfehlen. Also es ist schwierig mitunter. Ich meine, das ist halt der Rollenspielaspekt in Jagged Alliance. Ja. Genau. Eine Sache haben wir vergessen. Ist mir nicht aufgefallen, als ich hier in Cambria unterwegs war. Und zwar haben wir mit einer Person nicht geredet. Suche ich mir mal jemanden aus, der einigermaßen viel Führungsqualität hat und in diesem Sektor ist. Wer ist es denn? Und nur übt. Eigentlich haben wir da niemanden. Hey, Larry ist so ein grundsympathischer Kerl. Ich mach das mit Larry. So, okay. Larry! Wir haben mit jemandem nicht gesprochen. Hier in der Stadt. Genau, sie ist es. Und da werde ich gefragt, warum ich Drogen genommen habe. Er mag wohl keine Vögel. Keine Krähen. Hallo, du da. Hallo, ich bin Martha Graham. Was macht eigentlich jemand mit so einem englischen, amerikanischen Namen hier mitten in Arulku? Ich brauche Hilfe. Mein Junge, Joey, ist von zu Hause weggelaufen. Er ist erst 15 und ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Wir haben überall nachgefragt. Keiner von seinen Freunden scheint zu wissen, wo er steckt. Vielleicht hast du ihn gesehen. Er hat einen Ohrring am linken Ohr. Na ja, du weißt schon. Sowas tragen sie alle heutzutage. Das hat nichts weiter zu bedeuten. Er hat einen Mittelscheitel. Ich glaube, er hatte seine blaue Jacke an. Aber ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht auch sein gelbes Hemd. Er hat nichts mitgenommen. Und die Kleider fehlen. Er könnte sie vielleicht anhaben. Vielleicht könnten Sie die Augen offen halten. Er ist wahrscheinlich in irgendeiner Stadt. Er hatte nie viel im Sinn für die Wälder. Vielleicht in Estoni. Da gibt es viel Spannendes in den Abfallhalden. Vielleicht ist er zu den Ruinen in Chicena gegangen.
Oder in die Stadt Alma. Nee, da gibt's zu viele Soldaten. Ich hoffe nur, dass er nicht nach San Mona gegangen ist. Da gibt's nur leichte Mädchen und Alkohol und Schwierigkeiten. Wenn du ihn findest, bringe ihn bitte zurück. Ich kann die Armee nicht um Hilfe bitten. Sie würden ihn nur anheuern. Und das Letzte, was ich erleben möchte, ist, dass Joey für die Armee und für diese Frau arbeitet. So, jetzt muss ich kurz ans Telefon gehen. So, da bin ich wieder. Ja, lustig. Da merkt man, das Spiel ist doch ein bisschen gealtert. Also wenn ein Ohrring bei einem Mann oder Jungen ein Problem ist. Okay, die Frau ist ja noch älter, aber dann, ich glaube, Ohrring ist, glaube ich, nicht mehr Teil der Debatte, dass irgendjemand komisch ist. Ja. Genau. Okay, aber interessant zu wissen, was sie so sagt, also auch mit Alma, dass da viele Soldaten sind zum Beispiel. Also das ist interessant, weil man das vorher ja noch nicht weiß an der Stelle. Ich weiß nicht, was in den Jungen gefahren ist. Er ist so rebellisch gewesen in der letzten Zeit. Rekrutiere sie. Ich bin nur eine Hausfrau. Ich würde dir nicht viel nützen. Schade, schade. Ich hätte dringend noch eine Hausfrau gebraucht. Hallo Samson, willkommen. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Es kommt mir noch vor wie gestern, dass ich seine Windeln gewechselt habe. Ja. Alles Gute. Okay, gut. Joey muss ich finden. Habe ich jetzt auch im Logbuch zu stehen. Und das war tatsächlich was, was ich vergessen habe, beziehungsweise ich habe die Frau übersehen. Genau, Ausreißer Joey. Die Augen offen halten. Also entweder in Alma, aber wahrscheinlich nicht, weil da sind so viele Soldaten. Oder in Estini. Oder in Cinzina bei den Ruinen. Oder in San Mona bei den leichten Mädchen. Ja. 90er, ne? Ende der 90er. Das war die Zeit, wo das Spiel released wurde. Genau, da waren anscheinend Ohrringe noch dubios bei Männern. Aber es hat nichts zu bedeuten. Na, mal schauen, ob das wirklich nichts zu bedeuten hat. Okay, genau. Nach ihm kann ich die Augen offen halten. Ansonsten hatte ich ja noch mehr Leute, die hier nur üben. Und ich dachte mir, solange hier noch Miliz trainiert wird, könnte ich mit denen, die nur üben, die Gegend erkunden. Die Frage ist, ja, ich sollte schon noch alle irgendwie so halbwegs voll haben. Genau, den Sektor hier so kann ich eigentlich nicht lassen. Genau, dann könnte ich mit ihm und Amus, also mit Larry und Amus, den schicke ich auch mal rüber in den Sektor. Sie. Und Gumpy. So, ist noch jemand nur am Üben? Ja, die anderen haben alle Reparatur- oder Miliztrainingsaufgaben. Genau.
Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. So, du kommst jetzt auch in Trupp 1. Genau, und ich könnte mit denen halt zum Beispiel hier mal diese beiden Sektoren hier insbesondere erkunden, weil ich muss ja auch wieder nach Drassen und ich muss mir sicher sein, dass die Straße hier frei ist. Hier scheinen, direkt darüber scheinen keine Gegner zu sein, beziehungsweise sie scheinen nicht nur zu sein, das ist ja auch so, denn die Milizen, die erkunden ja die umliegenden Sektoren und sehen, hier sind welche und da sind welche, aber hier oben sind eben keine oder auch hier. Genau, also bleibt eigentlich nur noch der Sektor, der wo Feinde sein könnten. Und diese drei würde ich auch gerne mal aufklären, weil die sind auch noch im Schatten sozusagen. Und da war ich auch noch nicht. Genau, deswegen schicke ich die jetzt mal hier hoch. Aber würde mich jetzt erstmal ums Rekrutieren kümmern. Denn mit unserem vielen Geld müssen wir ja was machen, würde ich sagen. Und da wäre es doch mal ganz schön, zusätzliches Personal zu haben. Ich hatte auch geguckt nach... Gut, ich muss ihn... Womit kann ich... So, jetzt reden wir nicht mit ihm. Der sagt ja immer nur das Gleiche. Ach, jetzt... Genau, ich hatte mal nach dem Typen hier geguckt. Dem... Text hatte ich gar nicht geguckt. Text hätte ich vielleicht auch mal gucken sollen. Ach doch, Text ist ein Ganzlinger, also auch ein Pistolenspezialist. Ja, brauchen wir nicht so dringend, würde ich sagen. Und nach Nump hatte ich geguckt. Nump ist ja auch ziemlich gut. Besser als Tex auch. Ist tatsächlich so, dass den auch viele nicht leiden können. Bin ich mir noch nicht so sicher bei dem, ob ich den jetzt anheuern soll. Ich hatte den, glaube ich, öfter mal im Team. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, was der kann. Dummerweise. Also auf jeden Fall nichts, was ich bräuchte. Also ist kein Granatenwerfer, kein guter und auch kein MG-Schütze. Von daher, das ist er nicht. Und von daher füllt er jetzt keine Lücke in meinem Team. Und deswegen gehe ich jetzt mal zu den AIM-Söldnern und ich hoffe, Eis ist verfügbar. Wo ist Eis? Hier ist Eis. Genau. Eis ist nämlich der einzige MG-Schütze, den man anheuern kann. Das heißt, den holen wir uns. Ich guck mal, was der mit sich bringen kann. Ich meine, wir brauchen das, denke ich, alles nicht. Er würde keine MG mit sich bringen. Aber wir brauchen den ganzen Kram nicht. Ich heuer den ohne Ausrüstung an. Was kostet der? Der kostet 1500 am Tag. Ist natürlich deutlich teurer als Nump. Der hat gute Werte hier in Gesundheit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Kraft und Treffsicherheit auch. Ist auch nicht ganz auf den Kopf gefallen. Bisschen Technik. Sonst sieht es schon schlecht aus. Also ist halt... Ach... Warum schließe ich das dann? Ich wollte ihn gerade mal ein bisschen vergleichen mit Nump. Gut. Halt. Ah, okay. Der ist in Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Kraft halt nicht so gut. Weisheit ist ein bisschen weniger. Dafür kann er noch Medizin. Ganz gut. Ja, Nump ist schon nicht schlecht. Aber wir brauchen Eis, weil Eis ist MG-Schütze. Und ich hätte gerne diesen Skill. Denn auch weil wir eine MG gefunden haben. Deswegen nehme ich jetzt Kontakt zu Eis auf. Genau, ich hatte auch geguckt, ob er mit irgendwem ein Problem hat. Hat er nicht. Also aus meinem Team nicht. Mein Motto lautet, immer freundlich, immer smart.
Klingt doch gut. Gucken, was er noch sagt. Ist das so eine Art Spiel? Ja, Telefonstreich, genau, Telefonstreich. Viel, lange Zeit und ich habe noch nicht geguckt, wo der Absetzpunkt ist. Ich glaube, so geduldig ist er gerade nicht mehr. Ja. One more round. Okay. Sehr schön. B13 ist richtig eingestellt. Genau. Da kann er sich gleich die Ausrüstung schnappen, die da so liegt und sich selbst so ein bisschen ausstatten. Genau. Ansonsten ist er unser neuer MG-Schütze. Schauen wir mal, was hier so steht. Der Eisbrecher ist wieder da. Nach einem kurzen und katastrophalen Gastspiel bei der Konkurrenz, und wir nutzen den Begriff recht frei, hat Ice die nötige Einsicht und Weisheit erlangt, die Vorzüge einer professionellen Organisation zu schätzen. Williams, Ice Williams, hat das Magic zu verdanken, dass er wieder in unseren Reihen aufgenommen wurde. Dank seiner geduldigen und freundlichen Art ist er der ideale Ausbilder und bevorzugt automatische Waffen. Okay, gut. Na, dann hoffen wir mal, dass das tatsächlich auch mit dem übereinstimmt, was ich... Genau, MG-Veteran. MG-Veteran. Maschinengewehre, genau. Minus 20% AP bei Maschinengewehren und plus 10% Treffsicherheit bei Maschinengewehren. Aber Sturmgewehre kann er auch gut. Deswegen hat er immer Sturmgewehre dabei. Genau, das wollten wir. Ausbilder ist er auch noch. Das ist auch interessant. Führungsqualität ist nicht so gut, aber ich könnte ihn dann auch zum Ausbilden von Milizen einsetzen. Das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Fox ist auch Ausbilderin, ja. Genau, und dann hatte ich noch geguckt nach jemanden mit Granaten. So, wir haben im Team bereits Dimitri als Sprengmeister. Der kann halt durch diese Sprengmeisterfähigkeit Handgranaten gut werfen. Dem habe ich da bisher alles gegeben. Aber auch Trevor ist Sprengmeister, habe ich festgestellt. Auch der kann das ganz gut. Ich sollte Trevor, glaube ich, auch mal mit mehr Granaten ausstatten. Und mit Granatentaschen und sowas. Genau. Aber ich würde mir da noch jemanden wünschen. Eigentlich. So im Hinblick auf die Zukunft. Denn die Gegner werden nicht leichter. So. Auf der Liste wäre Barry. Red. Schauen wir mal. Wo die sind. Hier ist Red, aber der ist im Dienst. Der fällt schon mal raus. Bin ich blind? Ich sehe Barry nicht. Seht ihr Barry? Ist auch auf der nächsten Seite. Ja, hier ist Barry. Der ist ja tatsächlich einer der schwächsten Söldner. Trevor und Dimitri, genau. Oh, Gesundheit an mich selbst. Bloody Angel. Ah, willkommen. Zu verwöhnt vom neuen Bild. Meinst du von Jagged Alliance 3? Danke, danke. Juckt immer noch ein bisschen. Vielleicht muss ich gleich nochmal niesen, damit ihr vorgewarnt seid. Ja, Jagged Alliance 3 kann ich leider erst spielen, wenn ich mit Jagged Alliance 2 durch bin. Ich bereite mich sozusagen vor.
Genau, Barry ist auch Sprengmeister. Das sieht man schon an seiner Ausstattung. Der hat ein MP-Holster. Da wäre ich ein bisschen scharf drauf, muss ich sagen. Wenn er das schon mit sich bringt, kostet 2000. Der Rest ist nicht zu gebrauchen. Also von dem Rest habe ich genug oder kann weg. Genau. Nur das MP-Holster ist ganz interessant, weil ich es jetzt nicht bestellt habe extra. Nehme ich ihn mit Ausrüstung oder ohne? In Jagged Alliance 3 ist Barry extrem gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also der ist, glaube ich, auch extrem gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich mir so seine Daten angucke. Ich meine, Beweglichkeit ist jetzt nicht so doll, aber Weisheit ist super. Sprengstoff ist gigantisch. Treffsicherheit ist jetzt nicht so doll. Und er hat noch nicht so viel Erfahrung. Deswegen, meine 700 am Tag ist echt günstig. Richtig günstig. Ja, ist Quatsch, das MP-Holster zu kaufen, glaube ich. Oder nur wegen dem MP-Holster 1900. 79 auszugeben. Der Rest, den würde ich ja wieder verkaufen. Nee, mache ich nicht. Also, lesen wir mal. Der U in Ungarn geborene Barry Ungar. Barry habe ich jetzt eingefügt. Ungar. Ungar. Ungar aus Ungarn. Gehört zur neuen Schule von Sprengstoffexperten. Er lernte sein Handwerk eher auf die sichere Art im Klassenzimmer. Er befasste sich unter anderem mit der Theorie über Brandanschläge sowie Elektro- und Schalttechnik. Er nahm auch an einem Schlosserlehrgang teil und am Schwimmunterricht. Wow. Am letzteren mit geringerem Erfolg. Okay, das ist definitiv eine Andeutung darauf, dass der diesen Nichtschwimmer-Skill hat oder sowas, also diesen Malus. Dass er nicht gut im Schwimmen ist und dass man ihn mit ihm nicht durch tiefe Gewässer gehen sollte oder schwimmen sollte. Gut, das ist aber kein Problem. Das hindert mich jetzt nicht daran, ihn zu kaufen. Right? Right. Genau, Red war jetzt nicht im Angebot. Ich gucke nochmal auf Red zum Vergleich. Der ist mit Sprengstoff noch besser. Aber tatsächlich sind seine anderen Werte jetzt nicht so stark, ja? Also die auf der linken Seite vor allem. Da ist Barry fast überall besser, würde ich fast sagen. Seine Erfahrungsstufe ist halt höher. Hat mehr Treffsicherheit. Ja, ich streame dann auch Jagged Alliance 3, wenn ich durch bin mit Jagged Alliance 2. Ja. Aber es kann sich noch ein bisschen ziehen. Danke dir für dein Follow. Kennst du Jagged Alliance 2 schon oder bist du durch Jagged Alliance 3 jetzt? Jetzt habe ich dich an der Backe, ist nicht so schlimm. Nein, im Gegenteil, freut mich. Oder vielleicht sogar Jagged Alliance 1. Ich bin ja mit Jagged Alliance 2 quasi Computerspiele sozialisiert worden. Also du siehst hier meine Karte, ne? Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Also es sind nur noch drei Städte, aber es sind halt. Also Alma ist ziemlich hart und Meduna ist halt super hart. Und ja, fehlt auch noch ein bisschen was anderes. Genau. Okay, so, dann. Schauen wir nochmal nach Red. Also Red sieht ehrlich gesagt sogar ein bisschen schlechter aus, würde ich fast sagen. Auch dadurch, dass seine Weisheit geringer ist, würde ich sagen, Barry
übersteigt den an Fähigkeiten in recht kurzer Zeit. Denke ich mal. Dieser verrückte, radebrechende Schotte. Nie gehört das Wort. Entstammt der alten Schule der Sprengstofftechnik. Der alten Schule, nicht der neuen. In der der Ausbilder plötzlich durch die Luft fliegen konnte und der Schüler schnelle Karriere machte. Alles klar. Sprague ist sein Nachname, hat gelernt zu üben, zu überleben. Er ist stolz darauf, mit seiner jahrelangen Erfahrung, genau, angehenden Offizieren die Grundlagen zur Sprengstoffkunde beizubringen. Ah, okay, der ist wahrscheinlich auch Ausbilder. Genau, das wird jetzt Barry nicht sein. Und Zusatzinfo, nicht zu ernst nehmen, wenn Red gelegentlich ausflippt. Okay, die Situation ist selten so hoffnungslos, wie er glaubt. Okay, der ist also entweder Pessimist oder Klaustrophob oder ein Psycho. Genau, also feuert einfach mal wild um sich oder Pessimist bedeutet, wenn die, ja, wenn das Team einige Treffer einstecken muss, dass er dann anfängt, ja, die Moral zu verlieren und dann auch sagt, na, hier, ob wir das schaffen und so. Genau, das. Ich kenne sie alle. Das erste war der deutsche Abklatsch namens The Fall. Und dann kam ich drauf, dass dieses von Jagged abgeschaut ist. Kenne ich gar nicht. The Fall, deutscher Abklatsch. Klingt jetzt nicht so deutsch. Aber gut. Nee, kenne ich gar nicht. Nee, ich habe Jagged Alliance 1 selbst auch. Kann ich auch spielen und auch streamen. Aber ich habe es noch nie gespielt. Muss ich zugeben. Okay. Ich hörte, aber es soll auch gut sein. Ups. Wir haben die gelben Flecken nicht. Ups. Deine Decke. Anscheinend habe ich zu oft auf meine Decke gepinkelt. Ja, so. Nee, meine Frau war gerade bei der Wäscherei und die sind noch nicht ganz fertig wohl. Genau. Barry. Hallo, Barry Unge. Was kann ich für Sie tun? Hat auch einen Akzent. Könnte auch ein ungarischer sein. Verzeihen Sie, manchmal bereitet mir die Sprache Probleme. Aus welchem Grunde brauchen Sie mich? Na, als Söldner, vielleicht. Barry, du hast recht. Du hast recht. Wie lange soll ich arbeiten? Ich entlasse dich aus deiner unbehaglichen Stille und überweise dir lediglich 5.500. Wir sind uns einig. Betrachten Sie mich als Teil Ihres Teams. Für die nächsten 2 Wochen. Großartig. So, 2 neue Leute. Und die waren nicht mal teuer. Nun? Ich kann Ihre Verträge nochmal ordentlich verlängern. Machen wir erstmal das. Gucken wir mal, wie viel Geld ich dann noch habe. Kann ich noch nicht. Erst wenn er da ist wahrscheinlich. Oder? Ja. Anscheinend erst, wenn sie da sind. Okay, dann muss ich damit noch warten. Gut, und sie kommen jetzt in Drassen runter, wo auch der ganze Kram liegt. Ja, genau. Hier ist auch der Zielpunkt gesetzt. Gut, dann ist die Vorbereitung erstmal abgeschlossen. Ich überlege nur, soll ich auch noch einen Namen kaufen? Was meint ihr? Ich glaube, mein Kontostand lässt es auf jeden Fall zu. Oder lieber noch einen AIM-Söldner. Da habe ich mich jetzt aber nicht informiert. Und was ich vielleicht hätte nochmal machen. Ja, ich habe ja noch eine Liste.
Ich habe sie fast übersehen. War der nicht gestern? Nee, heute. Heute? Doch heute. Doch heute. Ich muss nochmal nachgucken. Okay. Lecker. Lecker. Ja, ich habe noch was. Und zwar Grenadier. Ein Grenadier. Genau, Grenadiere gibt es auch ein paar. Es gibt einen, der ist extrem gut und extrem teuer, und zwar Gas. Gas hat aber ein Problem mit manchen meiner Söldner. Außerdem ist er gerade nicht verfügbar. Trevor hat ihn schon übertroffen durch meine sorgsame Pflege. Okay, genau. Dann hätten wir noch Ivan. Ivan ist auch im Dienst. Fällt also raus. Ivan wäre auch mal lustig. Ivan und Shadow, die habe ich früher immer gehabt. Das, also ganz früher eigentlich. Also in der Demo fast. Also da hatte ich, glaube ich, in der Demo hatte man Ivan und Shadow im Team. So grundsätzlich, glaube ich fast. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Genau, Grunty ist Grenadier. Ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Gucken wir mal eben. Sprengmeister steht hier. Dann ist doch er doch auch ein Handgranaten. Nee, da steht nichts von. Der kann besser Handgranaten werfen und genauer werfen. Da steht nichts von Grenadier. Also ich würde mich jetzt darauf nicht verlassen, wenn es da nicht steht. Okay. Dann streiche ich das mal durch. Oh, dann habe ich ja jetzt genug Sprengmeister. Ich glaube, dann kann ich ihn damit auch noch ausstatten. Mit Granaten. Ansonsten, er ist halt Grenadier. Das will ich haben. Raketenwerfer und Granatwerfer. Da will ich noch jemanden haben, der das beherrscht. Henning. Henning. Das ist der. Guckt so unsympathisch. Ich mag den nicht. Zu doof. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir mal ausprobieren. Vielleicht guckt er nur doof und ist netter, als man denkt. Also ich fand jetzt Eis nicht so sympathisch, muss ich sagen, wo ich ihn ein bisschen warten lassen habe. Da war Barry definitiv viel umgänglicher. Brian und Buzz auch noch. Buzz ist hier und da ist Brain. Genau, Brain und Henning, das sind auf jeden Fall diese Wildfire-Söldner. Oh, der ist auch klug. Der lernt also schnell. Auch die Grundwerte sind alle ziemlich gut bei ihm. Treffsicherheit ist okay. Henning. Der ist auch ziemlich klug. Der wäre halt mal teuer, ne? Dieser Vollprofi ist ein ehemaliger Volksarmist und stammt aus einer alten preußischen Familie. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands trat Henning seine äußerst erfolgreiche Karriere als Söldner an. Zuvor war er Berater in Kuba. Nun ist seine Liste an Auslandserfahrungen ellenlang. Schwere und automatische Waffen. Genau, schwere Waffen sind bei ihm in besten Händen. Er hätte etwas gegen New Age. Daher kommen seine allergischen Anfälle, wenn er mit Thor zusammenarbeiten soll. Okay. Genau.
Und Brain? Janu ist gebürtige Este mit deutscher Mutter, doch hat die meiste Zeit beim russischen Militär verbracht. Am liebsten kocht er für Freunde und überhaupt dem guten Leben ist er sehr zugetan. Dabei ist er topfit, ein Bär von einem Mann mit einer Vorliebe für schwere Waffen, Schlösser stellen kein Hindernis für ihn dar. Zusatzinfo, arbeitet am liebsten mit seinem Landsmann Lennart Wilde zusammen, den er bei seiner Stationierung in Ostdeutschland kennengelernt hat. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Oder Bass. Wenn wir bei dem Zählisten für schwere Feuerwaffen. Die ist von den Werten hier nicht so gut. Kraft ist nicht so gut. Das ist dann leider bei allen Frauen so, glaube ich. Dann immer ein Problem mit der Möglichkeit, Sachen zu tragen. Bass ist. In Bass Garnaus Leben haben sich im vergangenen Jahr eine grundlegende Veränderung ereignet. Was? Haben sich? Okay. Da ist, glaube ich, ein Fehler im Satz und nicht nur in meinem Lesen. Einige grundlegende Veränderungen ereignet. Na doch, doch nur in meinem Lesen. Okay. Sie hatte großen Streit mit Links. Sie können es kaum ertragen, auf demselben Planeten zu sein. Ihr Enthüllungsbuch Untergrund unter Links, okay, wurde bisher von jedem Verleger abgelehnt. Sie ist verbittert und kann ihren Zorn aber beim Umgang mit Waffen abreagieren. Ja, das ist keine so gute Basis, glaube ich. Okay, also Henning oder Brain? Brain ist mir irgendwie sympathischer. Und ich habe ihn auch noch nie gehabt. Was hat er denn für... Was bringt er denn mit sich? Oh, eine dicke Rohrzange. Kann offensichtlich auch reparieren. Technik 77, ja. Er ist bei Technik nicht so doll. Ach, reparieren kann auch nie schaden, muss ich sagen. Und er hat ordentlich Kraft. Und ich glaube, als Mensch, der schwere Waffen bedienen soll und den ganzen Kram dabei haben soll, also Granaten und einen Granatwerfer, muss man echt Kraft haben. Okay. Gut. Na dann. Hallo? Hallo? Ich hätte jetzt nichts gegen ordentliches Steak mit Kartoffelbrei. Ja. Gönn dir. Ich hätte meine Kamera mitnehmen können, ein paar Fotos machen. Okay. Interessant. Wie lange wollen Sie mich engagieren? Interessantes Gespräch. Okay. Sehr gut. Ich werde zu Ihnen stoßen. Super, das freut mich. Dann kriegen wir bald drei neue Leute. Er ist Mechaniker und Kraftsportler. Gut, Kraftsportler. Nicht so dringend. Keine Schwäche. Der ist eher einzelgängerisch. Okay, das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn niemand in der Nähe ist, steht da. Das ist so eine Sache, das könnte sogar sein, dass sich das bei einem Grenadier nicht so selten, also dass es bei einem Grenadier nicht so selten vorkommt, weil der steht ja eigentlich eher so ein bisschen abseits und schießt dann mit dem Granatwerfer oder sowas, ja. Guten Tag und sowas. Guten Tag, Glacier. Glacier, würde ich sagen. Schön, dass du reinschaust. Ja, also wir kennen, ich kenne Brain nicht, ich kenne Barry noch nicht und ich kenne Ice auch noch nicht. Ich bin also sehr gespannt, wie die
Keine Schwächen, umgänglich. Nicht Schwimmer, genau, nicht Schwimmer. Wir schicken dich nicht ins Wasser, Barry. Keine Sorge. Gut, ich bin also gespannt, wie sie performen. Und ich muss mir merken, was sie können. Ne? Barry ist unser MG-Schütze. Er ist Grenadier und... Quatsch, Barry, sage ich schon. Eis ist unser MG-Schütze. Jo, passt. Super. Sehr gut. Glaser, alles klar. Dann weiß ich, wie ich dich aussprechen soll. Ja, schön, dass du reinschaust. Bist du über Jagged Alliance 3 auch auf Jagged Alliance 2 aufmerksam geworden, oder? Wie kommt's? Aber, oder bist du schon ein alter Jagged Alliance-Fan? Ich bin schon lange Jagged Alliance 2-Fan, seit das rausgekommen ist. 99. Oder 98 war die Demo, glaube ich, schon. Die habe ich damals gehabt. Und dann musste ich mir das Spiel besorgen. Ja. Ich glaube, 98 war ich noch gar nicht 18. Ah, oder gerade so. Quatsch, war ich nicht. Ich muss ja nur zurückrechnen von meinem Geburtstag. Oh, ich hätte mein Gehirn mitbringen sollen zum Stream. okay, gut. Dann hätten wir die drei Leute. Und damit bin ich erstmal zufrieden. Wir holen uns vielleicht später nochmal einen weiteren Grenadier. Also Ivan wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht Gus. Ich müsste mal bei Gus nochmal gucken, mit wem er ein Problem hat. Ivan fände ich eigentlich schön, den mal wiederzusehen. Den habe ich, wie gesagt, sehr, sehr lange nicht mehr angeheuert. In der Demo hatte ich den damals. Definitiv. Du bist ein Boomer. Okay. Und Jagged Alliance 1. Digi. Digi ist nicht Wildfire. 2 gespielt, als es rauskam. Grunty for President, okay. Ja, ja, ich mag irgendwie nicht so richtig sein, was er so erzählt. Also, irgendwie mag ich den nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum. Genau, also ich fand den auch gut als Söldner, den Grunty. Der müsste ja hier auch irgendwo sein. Aber irgendwie war der mir unsympathisch. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Sehe ihn gerade nicht. Da ist er. Genau, der ist halt ziemlich günstig und gar nicht schlecht, ne? Ja. Ach, Deadly Games, natürlich. Deadly Games. Deadly Games ist die Erweiterung zu... Genau, zu Jagged Alliance 1. Ja, habe ich nicht gespielt. Jagged Alliance 1 und Deadly Games. Da fehlt mir, da habe ich noch eine Lücke sozusagen in der Jagged Alliance Erfahrung. Aber ich werde, glaube ich, erstmal Jagged Alliance 3 spielen, wenn ich Jagged Alliance 2 irgendwann mal erledigt habe. So. Dann schauen wir uns mal um. Genau, ich wollte noch weiter Milizen trainieren, dass zumindest alle Sektoren hier voll sind. Es wäre auch schön, wenn die beiden hier drüben mal fertig werden würden, damit ich sie rüberschicken kann. Dann können sie hier nämlich weitermachen. Und ich kann mit meinem Angriffsteam weiter vorgehen. Also jetzt hier vielleicht mal auf Tixa und diesen Raketensektor zu holen. Der ist ja hier noch. Wenn ich den geholt habe, das wäre jetzt so der nächste Schritt eigentlich, wenn ich angreife, dann kann der Helikopter auch hier überall hinfliegen. Genau. So, okay. Ach, es gibt ein Jagged Alliance 1 Mod. Für Jagged Alliance 2.1.13. Das klingt ja interessant.
Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Und danke dir für dein Follow, Glazer. Da muss ich auf jeden Fall recherchieren. Also ich habe Jagged Alliance auf jeden Fall auf dem PC, also 1 plus Erweiterung auf dem PC bei Steam. Da ist die Frage, ob man das so modden kann. Und wenn man da einen Jagged Alliance 2.1.13 Mod draufhauen kann und das dann grafisch ein bisschen besser ist, dann ist das, glaube ich, und der nicht immer abstürzt, ist das auch eine coole Idee. Muss ich mir auf jeden Fall angucken. Das schreibe ich mir mal auf meinen schlauen Zettel, würde ich sagen. Genau. Schaue ich mir mal andersrum. 1.13 Mod für Jagged Alliance 1. Das heißt, man braucht Jagged Alliance, aber da braucht man, naja, wie auch immer, wenn ich danach suche nach Jagged Alliance 1 und 1.13, dann werde ich da schon was zu finden. Denke ich. Ja, Metavira mal erobern. Das wäre schon was. Wäre schon was. Oder befreien, nicht erobern. Ist ja immer eine Befreiungsmission. Gut, okay, bewegen wir uns mal hier ein bisschen. Ihr arbeitet wieder, das freut mich sehr. Mach mal einmal Stopp und speichere an der Stelle, weil ich habe ja jetzt doch ganz signifikante Aktionen gemacht. Du brauchst Jagged Alliance 2, lädst den Mod und kannst dann Jagged Alliance 1 im Engine von 2 spielen. Ja, ist auch bei Bear's Pit. Genau. Ja, da wo die Mods halt so sind. Ja, muss ich mir anschauen. Muss ich mir anschauen. Klingt interessant. Aber kann sein, dass man da 1 auch braucht, weil es ist ja die Story und so. Ich weiß nicht genau. Wenn sie in Dreier Arulko nachbauen, ist es möglich, in Jagged Alliance 3 so zu modden? So wie hier? Das wäre natürlich auch cool. Das wäre auch richtig cool. Aber, naja, das erfordert doch einiges an Kreativität und Skills, würde ich sagen. Ach, soll noch kommen, okay. Ja, weil man muss ja die ganzen Figuren alle dann in dreidimensional und so. Genau. Haben das von Anfang an mit eingeplant. Ja, das ist halt so eine Sache. Jetzt ist das Spiel halt draußen und verkauft. Ich hoffe, das kommt dann tatsächlich auch noch. Nicht, dass sie dann irgendwann sagen, naja, machen wir doch nicht oder so. Die Frage ist halt, wenn Jagged Alliance 3 so begeistern sollte wie Jagged Alliance 2, dann wird sich halt jemand finden. Dann wird sich jemand finden, der sich darum kümmert. Denn das, genau, das hält Jagged Alliance am Leben. Genau. Und deswegen gibt es wahrscheinlich 3 überhaupt erst, weil es einfach so eine große Community gibt, die weiterhin das Spiel irgendwie pflegt und auch ein Stück weit weiterentwickelt. Nicht storymäßig, aber naja, doch auch storymäßig. Also manche Mods sind ja eigene Stories auch. Das ist ja. Genau. Ist schon interessant. Okay, gut. Hatte ich die anderen alle nochmal ins Bett geschickt? Ja, macht mal weiter, ist okay. Ich bin angekommen, Mann. So. Okay, ihr 3. Farmland, da ist ein Haus. Larry hat gar keinen Platz. Die haben alle keinen Platz. Nehmen wir mal was Leichteres, das noch jemand anderes tragen kann. Nein! Okay. Na, es wird schon nichts passieren. Im Zweifel muss ich irgendwas auf die Erde legen. So, Kipasa. Okay. Ja, da ist ein kleines Haus. Können wir mal reinschauen gleich.
Gumpy hat ja kein Schlosserset mehr. Der kann, glaube ich, auch Schlösser öffnen. Aber er hat kein Schlosserset. Und er hat auch kein Messer, was das unterstützt. Das würde, glaube ich, sogar in so eine Tasche hier passen. Ach, die, das war schon offen. Ja. Verstanden. Gut. Aber hier ist nix. Hier ist nix. Ein leerer Sektor mit einem verfallenen Hof. Einem zerstörten Haus. Gut. Der wäre aufgeklärt. Da erwarten uns auch keine Gegner in diesem Sektor. Es lohnt sich, aufzupassen. Ich bin soweit. Und ihr könnt weitermachen. Okay, erledigt. Was jetzt? Bin bereit, weiterzumachen. Mhm. Ihr könnt auch weitermachen. Und wir schauen mal nach Pablo. Ich glaube, inzwischen müsste der alles repariert haben, was bei ihm liegt. Hat er. Ja, es sieht schwer danach aus, als hätte er alles repariert. Ich muss mal eben kurz bei Rise of Cultures reinschauen. Ja, genau, es gab nach Jagged Alliance einige Spiele, aber die waren halt alle nicht so. Da haben sich, das war halt mehr so, dass da irgendwie Leute versucht haben oder das versucht wurde auf den Jagged Alliance Hype, den es irgendwie immer noch gab, der sich gehalten hat, aufzuspringen da und damit irgendwie Geld zu machen. Aber da steckte nicht so wirklich das Herzblut von Jagged Alliance drin. Das hat man auch gemerkt. Genau. So, was wollte ich jetzt? Hier mal eben kurz am Handy. Muss ich nachher nochmal kurz... Oh, alles belegt. Nochmal kurz reinschauen in 20 Minuten und in 40 Minuten. Gut. Okay. Gut, dann hat er alles fertig. Dann kann er erstmal weiter üben. Ist Quatsch. Wir müssen nicht üben. Taschen, ey, das ist auch nicht gut ausgestattet. Wir gucken mal nach Joey. Der ist doch schon in dem Sektor, von daher. Oder in einem der Sektoren, wo Joey sein könnte. Ach, und wir reden natürlich auch mal mit Toni. Ja. Gucken, was er gerade hat. Zeig mir, woran du Interesse hast. Bellini R1. Nicht schlecht. Ein interessantes Gewehr. FN Scar mit wenig AP. Schon gut. Lass dir Zeit. Cool, was ist das? RPG 16. Okay, das muss ich mir alles noch ein bisschen genauer angucken. Er hat echt interessante Sachen wieder auf Lager. Und das sind doch... Ach, Lasermodule. Die sehen auch anders aus. Taktische Lampe und Infrarotquelle. Wow. Coole Sachen. Das ist, glaube ich, für eine Pistole, dieses Reflexvisier. Rotpunktvisier. Coole Sachen. Trommeladapter. Der ist nicht so sinnvoll. Und coole Waffen. Was ist das denn? Panzerabwehrwaffe. Ah, das ist für die Raketen, die ich habe. Im Prinzip brauche ich so ein Gerät, weil ich habe
Ich hab halt bisher nichts, was die Raketen abfeuern kann. Sollen wir nochmal lesen, was da steht? Na, oh, komm, Mensch, mal daneben tippen. Die RPG-16 ist eine russische Panzerabwehrwaffe und entstand als überarbeitetes Nachfolgemodell der RPG-7. Würde ich jetzt vermuten, dass die Raketen abschießen kann, die auch Larry da gerade im Inventar hatte. So, dann haben wir hier ein echt cooles Sturmgewehr. Das SCAR ist das zukünftige Multikalibergewehr der US Special Forces. Es ist in verschiedenen Versionen verfügbar. Und das ist offenbar die Wüstenausführung. Hier die CQC-Ausführung für den Nahkampf. Das ist ein schickes Sturmgewehr und hat eine sehr geringe AP-Zahl. Mit nur 10. Nicht schlecht. 65. 70. Schaden ist hier 30, da 35. Reichweite ist 40. Er hat 35. Er hat halt auch 10 AP durch Bolzen und Feder. Aber es ist schon ein cooles Gewehr. Also auch da habe ich ein gewisses Interesse. Und diese Bellini ist halt auch ein schönes Scharfschützengewehr, so wie es aussieht. Schon mit Zielfernrohr, 10-fach Vergrößerung. Ja, auch nett. Auch nett. Er hat halt nur eine Flinte, ne? Das neue Bellini Jagdgewehr R1, ach, ist doch nur ein Jagdgewehr. Hat einen 24 Zoll Lauf und nutzt Comfort Tech, um den Rückstoß zu dämpfen. Okay, das ist halt auch ein Jagdgewehr, das russische Gewehr von 1891. Standardwaffe der russischen Armee. Ja, nee, eigentlich ist es ein normales Gewehr, aber es hat halt eine große Reichweite mit 60. Von daher kann man das sozusagen als Scharfschützengewehr mehr oder weniger nutzen. 78 ist natürlich noch mehr. Ja, was mache ich? Was mache ich? Also ich kaufe das Ding. Kaufe ich noch mehr? Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Es ist halt sehr teuer und ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich kaufe vielleicht lieber noch ein paar von diesen Dingern hier. Die sind halt auch super teuer. Und vielleicht eins davon. Oder dieses. Ja, nicht eins davon. Gibt ja nur eins. Cool. Verzeihung. Okay, gut. Mal wieder Beute gemacht. Du wirst ja hier noch zum Stammkunden. Sowas kann man wahrscheinlich auch alles in Bobby Rays Waffenfundgrube finden. Huch, wer bist du denn? Hallo Onkel. Er hat keiner. Doch, er hat ganz gut Führungsqualität sogar. Ich weiß nicht, wer er ist. Schauen wir mal. Igmus Palkov, das bin ich. Iggy. In Albträumen kommen mir Dinge wieder, die ich hier sehe. Ach, ich will nicht sprechen davon. Es ist nicht würdig für einen Soldat, leere Worte zu machen. So, ich gehe jetzt. Okay. Iggy. Er ist nicht Mann vieler Worte, um seinen Duktus zu nutzen.
Ich glaube, ich hol mir gleich mal noch einen Kaffee und ich frage ihn, ob er mit an Bord sein möchte. Ich bin auch Söldner, habe Arbeit bei Mann namens Mike genommen. Ich wusste nicht von Herren Daidrana und ihren grausamen Taten. Bin nicht glücklich mit Arbeit. Wollte lieber bei Mütterchen Russland wieder sein. Ja, ich bin guter Schütze und sehr gut, fast in allen Sachen. Wird mir Vergnügen sein, für gute Seite zu kämpfen. Wir werden diese Betrüger umbringen. Ich werde dir guten Preis machen. Ich arbeite für Arulco für $2000. Bekomme ich jeden Tag. Aber von dir erwarte ich nicht so viel. Er erwartet nicht ganz so viel, aber fast. Ich nehme ihn. Er ist sehr teuer. Er ist sehr teuer. Aber er ist auch nicht schlecht und er hat was dabei, was ich gerne haben möchte. Gut, dann wir töten Betrüger zusammen. Okay, willkommen Iggy an Bord. Und zwar, er hat ein Raketengewehr. Ja. Und er hat sogar auch noch einen Melis 3 Rucksack. Wow, ist der groß. Ja. Ja. Iggy, willkommen an Bord. Und ich... was noch relevant war, schön, dass ich ihn jetzt entdeckt habe. Er ist Artillerist. Das heißt, er ist ein super Kämpfer mit Granatwerfern. Also sogar noch besser als er hier, als Grenadier. Und deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Ich weiß aber, dass er ein Problem hat mit anderen Leuten, die ich in Zukunft noch bekommen werde. Also er ist nicht beliebt, da er für Jade Runner gekämpft hat. Also er scheint zwar geläutert zu sein und ja, deshalb für unsere Seite kämpfen zu wollen. Aber er hat mit ein paar Leuten ein Problem. Aber in dem jetzigen Team auf jeden Fall noch nicht. Genau. Und er hat echt sehr gute Werte. Über 80, ganz viel über 80. Ja. Ja, sehr schön. Und in dem Sektor gibt es ja auch gleich ein bisschen was. Wie viel Führungsqualität hat er? Das hat er nicht, aber gut. In dem Sektor gibt es ja gleich noch ein paar Gegenstände, wo gerade auch für ihn was dabei ist. Iggy. Und zwar, liegt das noch bei das Mörser? Der Mörser wäre was? Ich denke, mit Mörsern, Mörser gelten auch als Granatwerfer, schwere Waffen. Genau. Minus 20 AP benötigt zum Abschuss von Mörsergranaten. Trefferchance, ja, auf jeden Fall. Also Mörser ist für ihn. Und dann hat Pablo noch diesen fetten Granatwerfer. Inventar. Genau, das ist auch für ihn. Ja, und er sollte aber definitiv auch eine normale Waffe noch haben. Das Raketengewehr, das denke ich, sollte man sparsam einsetzen. Gewichtsmäßig, der hat schon viel Kraft, aber das Zeug ist halt einfach mega schwer, ne? Boah, der Mörser ist hammerschwer. Wow, ist das Ding schwer. Okay. Gut, aber er ist auch so sonst gut. Er hat gute Trefferwahrscheinlichkeit und so. Das ist ein bisschen, macht es ein bisschen schwierig mit ihm. Okay, ja gut, er ist teuer. Er ist recht teuer, aber macht
zu viel. Macht nicht zu viel. Gut, ansonsten, den könnte man jetzt natürlich mit dieser, mit diesem MG ausstatten. Ich kaufe jetzt die Nudeln, ja. Okay. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich würde euch lieber was voressen. Ich habe Hunger, deswegen. Ja. Ich würde euch gern was voressen. Nachher. Ja. Nee, für den kaufe ich jetzt nicht diese neue, dieses neue MG. Es gibt hier so viele andere gute Waffen noch, da kann ich ihm durchaus eine geben. Mal hier vergleichen. Welche davon die sinnvollste ist, sie ihm zu geben. Munition habe ich halt jetzt keine dafür, aber ist ja ein bisschen was drin. Ja, 76, 72, 75, 30, 30, 32, Reichweite 36, ja, 10 AP, 9 AP, okay, die Insas it is. Machen wir auch gleich mal den Laserpointer drauf. Dann hat er auch sein Gewicht überschritten. Laserpointer auf den Mörser, warum nicht? Okay. So, er ist ja auch kein Techniker. Na doch, so schlecht ist er gar nicht in Technik. Kann auch reparieren. Gut, ich habe jetzt hier keine Munition für den. Genau, die Munition ist es. Davon habe ich mehr als genug, nur nicht hier. Ja, ansonsten Pistole noch. Pistolen habe ich nur die. Die ist auch gar nicht schlecht. Nimmst du die? Munition dafür habe ich nicht. Gut. Okay. Mensch, noch ein Zufallsfund, dass der Iggy jetzt da ist. Okay, dann schauen wir nochmal nach Joey, würde ich sagen. Wo könnte Joey sein? Könnte der hier sein? Ich sehe jetzt erstmal nur Frank. Okay, ich habe ja hier keine, genau, ich habe hier keine Aufklärung. Dadurch, dass hier niemand ist. Deswegen muss einfach mal ein bisschen rumlaufen im Sektor. Da niemand ist, was heißt, hier ist kein. Na. Ja. Keine Miliz. Und dadurch, dass da keine Miliz ist, kann ich halt. Nicht sehen, ob hier noch irgendwelche Leute unterwegs sind. Aber dann müssen wir halt durchlaufen. Genau, ja. Und auf weiße Punkte achten auf der Karte. Hallo Tosa. Nabend, der Herr. Nabend. Du bist aber. Bist du in einem anderen Land? Alles nur Kingpins Freunde. Aber hier? Ja. Okay. Ich sehe Joey nicht.
Nicht hier, ja. Zumindest. Wie geht's dir, Tose? Alles gut? Schauen wir mal hier. Wird gemacht. Okay, Reise beendet. Ich warte. Ja, ich sei beim Boxen. Ja. Oh, da sind viele. Ja? Was? Schätze, du willst da rein, was? In Ordnung. Du siehst okay aus. Danke. Sieht aus, als könnte das Kämpfen wieder funktionieren. Aber... der Typ ist nicht da. Hier sind wieder drei Kämpfer. Der Typ, wo man, den man den Kampf, mit dem man den Kampf ja, ausmachen okay. muss, ist nicht da. Ja, mir ist irgendwie so, als würde der durch irgendwelche Fenster gucken. Und der Joey, das habe ich noch in Erinnerung. Viel Erfolg, Bloody Angel. Ich nehme an, du meinst Jagged Alliance 3. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn du wieder mal reinschaust. Ja. Und ich danke dir fürs Follow und okay. für die Erfolgswünsche. Ich hoffe doch, ich werde erfolgreich sein. Ich hoffe, ich komme heute... Ah, hier sind noch einige. Ja, aber... ja, ja, aber nein. Niemand von denen, die ich mir erhofft habe, dann... bleibt noch der Sektor. Ich bin angekommen. So, jetzt habe ich's. Ja, ich versuche da gerade etwas, das sowohl im Spiel nicht vorgesehen ist, und schau, was es für Auswirkungen hat. Was sowohl im Spiel nicht vorgesehen ist. Spannend, Bloody Angel. Du streamst aber nicht, oder? Klingt ja interessant. Kannst du ja mal von deinen Erfahrungen berichten. Aber falls es nur irgendwie spoilerfrei geht, spoilerfrei. Oder dann in dem Fall, wo ich das dann spiele. Ja. Ah, ein geheimes Easter Egg Level. Okay. Okay, aber das schreibt jetzt Glacier. Weiß ich nicht, ob er das gleiche meint. Die Bloody Angel. Ja. Ach so, in Jagged Alliance 2. Ja, ich glaube, darüber habe ich mal gelesen. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Muss ich gestehen. Wird gemacht. Ja. Okay. Mhm. Einen Hinterhalt verhindern, okay. Nee, hier scheint mir Joey auch nicht zu sein. Wird gemacht. Dann ist er vielleicht an einem der anderen Orte. Schade, Joey.
Ich hätte ihn ja gerne direkt noch Okay, aufgegabelt. Reise beendet. Ich warte. Aber manchmal dauert es ja auch immer ein bisschen, bis die dann wieder da sind. Oder ich meine, die Quest habe ich ja auch gerade erst Ja. bekommen. Aber irgendwie ist mir ja so, als wär der hier bei der Shady Lady und würde da irgendwie durchs Fenster gucken oder irgendwie sowas. Wird gemacht. Genau, dass der sowas machen würde. Der kleine. Ja. Kleine Joey. Ja. Zu dem geheimen Jagged Alliance 2 Level kannst du was schreiben, Gläser. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich bin mir recht sicher, dass ich darüber mal, sorry, was gelesen habe. Ich wette, du bist hier, um. Ah, okay. Wie ist denn die Begrenzung bei Jagged Alliance 3, was die Teams und Söldner betrifft? Ach so. Ja, ich weiß. Du meinst nicht die Mine? Okay. Gut, dann weiß ich vielleicht auch gerade noch nicht, was du meinst. So, Iggy braucht nicht hier bleiben. Ich hätte Iggy gerne drüben. Dann kann er ja die Aufklärung hier übernehmen, würde ich sagen. 5:20. Ah, okay, dann erstmal hierher. Wird gemacht. Genau, dass er dann da mitkämpfen kann. Pablo kann weiter trainieren. Was kann der denn noch trainieren? Der ist doch schon gut in allem. Weisheit könnte er trainieren. Kann er nicht trainieren. Schade. Ja, Treffsicherheit. Fünf Teams maximal und 16 je Söldner, außer mit ein paar Tricks. 16 Söldner maximal in fünf Teams? Das sind dann aber kleine Teams. Drei bis vier Leute im Team. Okay, gut. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Auch hier gibt es ein Häuschen. Und Gelegenheit, Kühe zu boxen. Aber ich mach ja sowas nicht. Oh, Barry, guck mal, hier wäre was Schönes für dich. Urlaub am Strand. Verstanden. In einem Koffer ist der Ausgang. Klingt ja lustig. Okay. Ich habe mich noch nicht mit Kingpin angelegt, weil ich ja Ja. Tony eigentlich gerne weiter hätte als Händler. Da ist Jawohl. TNT drin. Ja, ob das wohl brauchbar ist? Ja, falls es hier irgendwas gibt, wo ich was ich nicht aufbekomme, wäre es brauchbar, glaube ich. Aber keine Ahnung, ob jemand ganz gut Kraft hat hier aus der Runde. Ja. Oh, Traumaplatten. Wir reden mal mit den Leuten. Okay, ja gut. Also die sagen auch nichts Neues. Die haben also keine Bier-Insider-Informationen für uns. Nichts.
nichts. Nee, haben sie nicht. Nur ein bisschen Loot. Ja, genau. Wenn dann die Mods da sind, dann kann man das natürlich größer machen. Person will sich nicht bewegen. Mensch, ich will doch gerne diesen Schrank dort öffnen. Musst du dich doch bewegen. Sehr gemein, dass er sich nicht bewegen will. Was mache ich denn da? Ich will dir noch nichts tun. Du sollst nur beiseite gehen, Junge. Gut, dann hoffen wir mal, in diesem Schrank ist kein wertvoller Loot. Volles Loot. Die Traumaplatten nehmen wir auf jeden Fall mit. Die stecken wir jetzt einfach mal jemandem in die Rüstung. Genau. Sanitasche und Bier ist jetzt nicht so wertvoll. Also bei Sanitasche schon. Bier nicht. TNT so mittel. Man kann es halt nicht so gut werfen. Zumindest habe ich das noch nie probiert. Also möglicherweise kann man TNT werfen mit einem Zeitzünderfeuer programmieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man den Zeitzünder nutzt, dann legt er das an der Stelle ab, wo man gerade ist. TNT mit einem Fernzünder kann man vielleicht werfen. I don't know. Vielleicht wisst ihr das ja. Gut, ich lasse das erstmal hier liegen. Und dann gehen wir in den einzigen Jawohl. Sektor, wo wir ein gewisses Risiko haben, dass da Gegner sind. Und zwar den da oben. Aber wir sind ja zu dritt. Müssen wir keine Angst haben. Iggy packt das auch alleine. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ja, ihr seid bald fertig. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Okay, also nein. Und da scheint auch kein Haus zu sein. Hier sind die letzten Reste dieses Sees, an dem Barry gerne Strandurlaub machen würde. Aber natürlich nicht ins Wasser. Okay, dann hätten wir den Weg hier auch aufgeklärt und können den dann auch nutzen. In Zukunft. Um nach Drossen zu kommen. Ja, klingt gut. Klingt doch sehr gut. Ich würde sagen, ich gehe so ein bisschen seitlich zurück. Dann kriegen wir auch die Sektoren hier gleich noch aufgeklärt, würde ich sagen. Also hier über die Kante, noch da und dann da zurück. Genau. Fix und fertig. Okay, jetzt ist alles, ist überall erstmal jemand da. Aber ich würde jetzt nicht mehr angreifen wollen, weil jetzt nicht alle Söldner da sind. Das heißt, ihr trainiert erstmal noch weiter. Ich bin angekommen. Iggy. Ebene. Da ist kein Haus. Es regnet. Kein besonderer Sektor. Wird gemacht. Ich bin angekommen, Mann. So. Auch Ebene mit See. Auch hier regnet es jetzt. Jawohl. Nichts Besonderes. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Sie sind da. Cool. Die Neuen sind da. Das ist Trupp 2. Und die Neuen. Ja. Was? Gut gemacht. Ja. Ja. What's up?
Dankeschön. Die Alex war so lieb, mir Essen zu machen. Es sind Ravioli mit Soße oder Tortellini. Kann so ganz ehrlich den Unterschied nicht so richtig sagen. Ja, jetzt esse ich euch was vor. Das ist nicht so schön, aber vielleicht kommen wir dann auch noch ein bisschen voran. Also Eis hat echt eine komische Stimme. Ja. What's up? What's up? Ja. Ja, was up? Yo. Er ist auffällig, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht zu viel Schmatzen durch. Nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe da ja einiges hingeschickt. So. Dann werden wir versuchen, euch mal mit auch vielleicht schon den richtigen Taschen auszustatten. Barry war schon wieder vergessen. Granaten-Heini. Und Granattasche habe ich hier zufällig schon in der Hand. Ach, das sieht super aus. Das sieht super aus. Ja, das sind tolle Taschen. Das sind tolle Taschen. Sowas habe ich mir gewünscht. Kriegen Sie hier alle unterschiedliche Nachtsichtgeräte? Plus 10%. Das ist das Einfachste. Jetzt ungünstig, wie ich das vergleiche. Plus 20%. Das Ding. Plus 30. Ja, tatsächlich. NSG 3 ist das Beste. So viel mal zum Vergleich. Rucksäcke haben wir auch und MP-Holster. Ja, er ist ja der mit der meisten Kraft. Brian ist der Grenadier. Ne? Genau. Erste-Hilfe-Tasche. Genau, das ist seine Ausstattung, würde ich sagen. Das Schöne ist, sie können jetzt hier auch wirklich alles mitnehmen. Durch die Taschen einfach. Die Kampftasche habe ich gekauft? Echt? Habe ich die gekauft? Kann mich nicht erinnern. Macht nicht wirklich Sinn, dass ich die gekauft habe. Denn davon habe ich schon mehr als genug. Vielleicht ein kleiner Fehlkauf.
Und Eis ist unser Grinne, unser MG-Schütze. Er braucht wenn dann sowas hier an Taschen. So, die Segeltuschtasche. Ich kann nämlich so ein dickes MG. Magazin rein. Ja, sonst haben die halt nichts. Der ist ziemlich ungeschützt, ne? Na, was soll's. Wird schon nichts passieren. Hat niemand eine Waffe dabei. Ich rede mal eben mit Pater Walker, mit den dreien. Ja, müsste ganz unten sein. Ich habe den Zielort erreicht. Unser Söldner mit der meisten Führungsqualität ist Brain. Nicht zu verwechseln mit Brian. Ja. Ja, ja, die haben halt leider. Hey. Wo ist Pater Walker? Ja. Mach ich. Ja. Der ist schon wieder verdrückt. Wird gemacht. Ja. Ja. Er hat sich wieder verdrückt. Deine Frau heißt Brian? Oder Brian? Habe ich noch nicht gehört als Frauenname. Quatsch. Okay, gut, der ist nicht da. Jeder nur ein Kreuz. Das Leben des Brian. Wird gemacht. Heißen da auch Frauen Brian? Ich weiß nicht. Pater Walker ist auf jeden Fall ein Priester von Brian. Natürlich. Ich brauche etwas Schlaf. Ich bin noch keine Maschine. Bin fertig. Brauche was zu tun. Bin bereit, weiterzumachen. Oh doch, Gumpy, du bist unsere Maschine. Ich hätte ja sagen sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Ist jetzt alles repariert? Passt so aus. Als sei alles repariert. Das heißt, die sind bereit. Was sagt denn die Loyalität? 73% ist schon echt gut. Okay.
Genau, Flo und Fox. Macht mal noch weiter. Ja, und wenn die alles repariert haben. Sage ich Chapeau. Gut gemacht. Ich könnte vielleicht nochmal in den Sektor gehen. Da haben die anderen vielleicht noch eine Kleinigkeit zu reparieren. Ja, hier zum Beispiel eine Tasche. Der Gampi ist ja nicht mehr da. Ja, ich schicke die mal alle rüber. Und gucke mal, ob ich da noch was reparieren kann. Gampi, du bist eine Maschine. Du bist meine Aufklärungsmaschine. Jetzt hier. Was tun? Ja, genau. Ihr sollt mal gucken, könnt ihr noch was reparieren? Sieht gut aus. Also im Inventar der anderen Söldner scheinen noch Dinge zu reparieren. Reparieren zu sein. Zum Reparieren zu sein. Genau. Dann macht das. Ich bin angekommen. So, Ivan hat den nächsten, Iggy natürlich, Iggy hat den nächsten Sektor erkundet. Am Ende, wo Brian das Kreuz am Kreuz hängt, soll er begnadigt werden. Und nebendran ist ein Ehepaar. Und der Mann sagt, ich bin Brian und meine Frau heißt auch Brian. Okay, daran erinnere ich mich nicht mehr. Ja. Das sind Brians Anhänger. Wird gemacht. Ich bin angekommen, Mann. Schau. Ja, die brauchen hier sehr lang. Das ist ein Sumpfsektor. Jetzt ist es auch schon dunkel. Was machen die jetzt? Schafft Gampi noch einen Sektor oder machen wir eine Schlafpause mit den allen? Machen wir vielleicht mal. Schicken wir mal alle ins Bett. Es ist ja jetzt dunkel. Die sind unterwegs, sie können nicht ins Bett und Iggy ebenso. Und der Lastwagen, der schläft auch nicht so häufig. Ira noch. Also, ja. So. Dann sollen sie halt da ein Schläfchen machen. Ich bin angekommen. So, ich hatte sie nach A10, richtig, nach Umerta geschickt. Das wollte ich ja. Genau, da wollte ich mal Miguel wieder einen Besuch abstatten. Wie er so über meinen Fortschritt denkt. Ich hoffe, das schmatzt nicht so sehr im Stream. Nein, die judäische Volksfront. Okay. Gut. Wird gemacht. Ja, das ist ja andere Munition. Ich bin angekommen und erwarte Ihre Anweisungen. Okay. Sehr
Ja. Ja. Sehr militärisch. Oder höflich oder wie auch immer. Wo ist denn der? Da. Jawohl. Denn die haben die richtigen Sichtgeräte auf. Für die Tageszeit. Was meinst du mit 2 PC-Setup? Ja. Geht es Ihnen gut? Ja. Nun sind 5 Städte befreit. Ich glaube, die Leute fürchten sich nun nicht mehr vor Tedrana. Carlos und ich können uns nun anschließen, ihre Gruppe. Yay! Sorry. Ich krieg noch mehr Zuwachs. Mein Team wird noch größer. Aber das ist auch ein gewisses Risiko. Ja. Einer zum Spielen und einer zum Streamen? Nee, habe ich nicht. Alles läuft auf einem PC. So, eine Nudel ist noch. Okay. Wirklich schade, dass Sie nie erlebt haben, Narulko in seiner Hochzeit. Ja, das war bestimmt eine schöne Hochzeit. Okay, rekrutieren wir Miguel. Ja, es ist Zeit zu vereinen unsere Kräfte. Gemeinsam wir werden Sieg feiern. Ja, Miguel ist dabei. Sehr cool. So, und Carlos? Es sei hoffnungsvoll, sieh. Ja, total. Fast ein halbes Land gehörte schon uns. Aber wir haben noch viele Arbeit zu tun. Hast du recht. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Klar. Sie führen Truppe gut. Ich mich schließe an, werde Bestes sein für Arulko. Ha. Jetzt haben wir auch Waffen wieder im Team. Okay. Jedes Mal, wenn ich aus JE2 rausgehe in OBS, dann stürzt das Spiel bei mir ab. Ja, ich hatte solche Probleme auch. Ich hatte Probleme beim Rein- und Rausgehen. Ja. Das geht jetzt aber, nachdem ich auf meinem zweiten Monitor spiele. Also ich habe hier einen Monitor, direkt, wo ich jetzt direkt reingucke, wo ich zu euch gucke. Und den zweiten Monitor, wo ich hingucke zum Spielen. Also ich habe ein 2-Monitor-Setup. und der Monitor, wo ich jetzt reingucke, der ist sehr groß und sehr hochauflösend mit 4K. Und da funktioniert das Spiel auch, aber wenn ich da rein und raus wechsle, dann komme ich nicht mehr zurück. Dann kann ich das Spiel nicht mehr spielen. Und auf dem Monitor geht's. Ja, vielleicht, der ist kleiner. Der ist auch nur ein normaler Monitor, kein 4K-Monitor, HD-Monitor. Genau. Vielleicht der Tipp. Ansonsten hatte ich ein Fix installiert, den es auch bei Bearpit gibt. Für Windows 10, glaube ich. Also für Jagged Alliance 2 und Windows 10. Soll aber auch auf Windows 11 funktionieren. Also den musste ich installieren, da gab es ein paar Probleme, dass es irgendwie gehackt hat und so.
Ja, virtuelle Maschine ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn du dann ein Windows 98 oder sowas installierst. Ja, aber ich glaube, das ist einfacher, wenn du eine andere Lösung findest. Okay. Carlos und Miguel. Da liegt auch noch was rum. Gold. Da muss ich dran denken. Carlos und Miguel sind dabei. Ich glaube, Carlos und Miguel. Führungsqualität 98. Alter. Aber gut, Treffsicherheit ist bei Carlos gut. Aber bei Miguel gut, aber bei Carlos, der ist nicht so gut. Da ist inzwischen sogar Dimitri besser. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn bekomme, ist er, glaube ich, schlechter als Carlos, aber inzwischen ist Dimitri besser als Carlos. Genau. Gruppenführer. Messerkämpfer und Nachtmensch. Okay. Messerwerfer, Schleicher und Aufklärer. Das ist halt gut, die kosten mich halt nichts, ne? Das ist dann natürlich auch immer gut. Ich glaube, Miguel ist an der Stelle auch noch hilfreich, sehr hilfreich. Genau. Ich vergesse. Ich schon wieder vergessen. Ja. Hat sogar ein Nachtsichtgerät. Der hat den Brief von Enrico dabei. Aber ich bin jetzt mal so gemein. Und gebe die Ruger Mini von. Wobei, die sind ja auch nicht gut. Was das Schießen angeht, nicht so gut. Aber ich gebe die mal an Miguel und Miguels AK gebe ich an Eis. Genau. Dann sind die beiden besten Schützen erstmal mit Waffen ausgestattet. Und können das Team verteidigen. Ja. So, also haben wir ganz schön Zuwachs jetzt hier. Ich habe da, glaube ich, einen kleinen Haken gesetzt. Ich kann mich nicht mehr, konnte mich nicht mehr erinnern. Und zwar, dass San Mona mitzählt oder so. Denn wenn wir mal auf die Städte gucken, dann habe ich eigentlich 1, 2, 3, 4 Städte befreit. Und ich glaube, man muss sogar im normalen Spielverlauf eigentlich auch noch Alma befreien, dass man die beiden anheuern kann. Und Iggy kommt auch, wenn man 5 Städte befreit hat. Ich wusste nicht, dass es auch da mitzählt. Ja, Umerta ist befreit. Klar, ist Umerta befreit. Aber Umerta zählt eigentlich nicht. Umerta zählt nicht und San Mona zählt auch nicht, weil San Mona ist von Kingpin beherrscht. Und Estony oder Tixa zählt auch nicht. Genau. Also Estony ist ja auch befreit. Aktuell. Denke ich zumindest. Ich sehe es ja nicht so wirklich. Weil ich niemanden da habe. Könnte sein, dass da auch Gegner sind in Estony gerade. Genau. Ja, aber schön. Schön. Also ich muss diesen Haken gesetzt haben, dass Omerta, glaube ich, mitzählt oder sowas. Ich glaube, das wird man am Anfang gefragt. Oder ist eine INI-Einstellung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber wenn man auch noch
einmal hat, dann fehlen ja nur noch Balime und Meduna. Und dann ist Carlos wirklich ziemlich outdated, was seine Fähigkeiten angeht. Wenn er dann ins Team reinkommt. Ich denke, so können wir, darauf können wir aufbauen. So. Dann gib mal rüber an Miguel. Die Mini 14. Das ist ein Eis. Munition. Falsche Richtung. Nicht mehr Dirk, sondern Miguel. Brief kann er sicher noch in die Tasche stecken. Gib ihm mal auch die Gürtel. Okay, gut, dann ist Eis erstmal mit der ausgestattet und Carlos hat noch das Magazin. Machen wir es so. Genau. Okay. Die beiden Schützen haben erstmal was. So, und jetzt die Frage, gehen wir erstmal nach San Mona und holen uns da noch Kram ab? Macht vielleicht Sinn, aber auch nicht so richtig. Wir können ja jetzt auch über die neu aufgeklärte Route nach Süden gehen. Denn eigentlich ist ja mehr als genug Zeug, was hier rumliegt. Und dann können wir auch noch die vier Dinge da mitnehmen. Ja, das mache ich. Ich gehe über die neu aufgeklärte Route und nehme auch diese vier Dinge da noch mit. Ich hoffe... Está bien. Ja. Wir hatten jetzt leider keine Pistolen dabei, sonst hätte ich die noch verteilen können. Okay, ja, es ist, wie es ist. Gut. Du gehst immer einen anderen, gehst du direkt immer nach Cambria runter. Also tatsächlich gehe ich immer diesen Weg. Also ich bin erst Omerta. In Omerta wird man ja nach Drassen geschickt. Als Auftrag sozusagen. Dann, warum gehe ich dann nach San Mona? Ich weiß gar nicht warum. Weil an der Stelle gehen dann viele runter nach Cambria, das ist richtig. Aber ich gehe dann immer nach San Mona. Und dann Cicena Gram und dann über Estany. Ja. Ich finde, das ist halt auch nur so ein bisschen die natürlichere Stärke der Gegner. Omerta, Drassen, Alma. Du gehst direkt von Drassen nach Alma. Interessant. Okay. Alma ist ja schon, ist ja noch stärker, glaube ich. Also Cambria ist ja schon recht stark verteidigt. Wobei, so eine große Rolle spielt es gar nicht. Ich habe vorhin angesprochen, dass ich nochmal Kaffee holen wollte, aber ist eigentlich schon zu spät für Kaffee. Also lassen wir das. Das ist richtig, da hat man gleich richtig gute Waffen, wenn man in Alma ist. Genau, was da so die Gegner haben. Aber da mit Pistolen dann dagegen anzukommen, ist halt auch super hart. Okay.
versammle ich sie erstmal alle. Diese sollen nur arbeiten wieder. Pablo ist okay. Der darf wieder arbeiten. Die auch. Der auch. Die auch alle. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Fix und fertig. Mhm. Ich bin angekommen. Du musst ins Bett. Iggy. Iggy, du bist hart müde. Ja. Eigentlich geht's noch. So sehen wir also ihnen aus. Richtig. So sehen wir also ihnen aus. Er wiederholt sich. Iggy. Miguel und Carlos mögen Iggy nicht, weil Iggy hat für Dade Runner gekämpft. Dadurch ergibt sich jetzt hier schon eine gewisse Problematik. Da muss ich gucken, wie ich damit umgehe. So, Iggy kann jetzt aber ausgestattet werden. Moment, Iggy war schwere Waffenspezialist, ne? Genau, deswegen hat er auch schon Granatwerfer. Den Mörser nehme ich mal wieder raus. Hat denn nicht irgendjemand was zum Mörser geschrieben? Ich kann mich gerade irgendwie erinnern, dass jemand von euch was zum Mörser geschrieben hatte. Einfach weil der so schwer ist, würde ich ihn erstmal nochmal rausnehmen. Und dann brauchen wir die Munition. Sehr gut. Haben wir. Für ihn wäre die Polizeiweste auch ganz gut, ne? Wegen der ganzen Mörsergranaten. Ich muss mal eben schauen. Ja, Konrad. Ich kenne Konrad nicht. Der ist mir unbekannt. Ja, ich weiß, Konrad. Der ist noch unbekannt, der Konrad. Den kennen die anderen noch nicht. Aber ist richtig, den kriegt man da. Das ist schlecht. Er darf die Gasmaske ja nicht im Rucksack haben. Weil dann komme ich halt nicht mehr dran. Wenn ich sie brauche. Oder er braucht irgendeine gute Tasche, wo ich dann die Gasmaske reinstecken kann. Das können wir vielleicht machen, wenn die anderen von oben gekommen sind. So, ansonsten kann ich ja den damit laden. Mit den Granaten. Natürlich sinnvoll irgendwie. Was haben wir hier? High Explosive und Vakuum. Frage, was jetzt zuerst geschossen wird. Wahrscheinlich das oberste, die oberste Granate. Genau. Mehr Granaten sind hier erstmal nicht. Die sind halt auch super schwer, die Granaten. Für den Mörser habe ich hier jetzt keine Granaten. Okay. So, jetzt braucht er die Tasche gar nicht so dringend. Danke. Danke, Glaser. Ich wünsche dir viel Spaß oder Erfolg bei dem, was du noch machen musst. Ich freue mich, wenn du weiterschaust und wenn wir uns demnächst wieder schreiben. Dann wünsche ich dir auch noch ein schönes Wochenende. Schön, dass du mit dabei bist. Okay, ansonsten, genau, ich hatte ja schon geguckt, diese Munition haben wir reichlich. Nehmen wir mit.
Die Waffe ist erstmal okay. Für die haben wir leider nichts für die Pistole an Munition. Ist aber auch erstmal nicht so schlimm. Denke ich. Mal schauen. Was da noch weitergeht. Ansonsten können wir noch eine Granate in die Tasche stecken. Wir können sogar noch drei dahin stecken. Oder davon eine. Ist halt nur Nebel. Auch Nebel ist ja manchmal nicht so verkehrt. Gut, aber alles in allem ist sind seine Taschen nicht wirklich gut. Gut, wem geben wir denn jetzt hier noch so ein coolen Laserpointer? Passen sogar da drauf. Ach, nur die sind hier. Ja, dann kriegt wohl Fox den coolen Laserpointer. Alles so negativ. Die Tarnung wird schlechter mit dem Laserpointer. Weil da ein Licht rauskommt, ja, ist irgendwie verständlich. Genau. Da flimmert dann eben ein Licht. Achso, dann haben wir hier noch die ganzen Kampftaschen. Da kann ich ja auch nochmal gucken. Aber das sind schon. Das ist ja. Moment. Wo zieht man die an? Ach so, an die Seite. Ja, okay. Gürteltasche ist halt nicht gut. Was tragt ihr noch so mit euch rum? Da muss ich nochmal durchschauen. Der Rest ist okay. Den kann sie so behalten. Wir geben vielleicht mal die Trinkflasche an Iggy. Kriegt er die Twaron-Weste? Die ist besser als eine Kevlar-Weste. Gasmaske hat er schon. Mal durchschalten. Ist noch irgendwas im Laster? Alle möglichen Waffen Ich glaube, die Waffe, die er hat, die ist jetzt schon okay. Denke ich. Messer kann er noch bekommen. Hat er, denke ich, noch nicht. Jetzt hat er eins. So, dann nochmal bei Fox. Fox trägt nichts mehr, was sie nicht tragen muss. Braucht mehr Kraft. Damit sie dieses Gewicht tragen kann, obwohl das schon so wenig ist, hat sie damit ihre Probleme. Okay. Und bei Flo war, glaube ich, jetzt auch nichts mehr. Hat halt noch weniger Kraft, aber die ist ja nicht im Kampf. Also normalerweise nicht. Passt das schon. So, sie muss natürlich ihre Sanitasche wieder bekommen. Die ist ja schließlich Sanitäterin. Okay. Die Sachen bleiben da. Liegen oder bringe ich die rüber? Kann ich auch rüberbringen? Der neue Tag beginnt ja gleich. Gasmaske kann hier. Das ist ihre Gasmaske.
Brauch sie nicht unbedingt. Gut, geht nicht. Kann ich gerade nicht rüberbringen. Okay, Iggy, du sollst schlafen. Und du kannst, wenn du fertig bist mit Schlafen, noch ein bisschen was üben. Und zwar tatsächlich wäre Kraft auch weiterhin gut, ne? Der hat halt wirklich schwere Sachen zu schleppen. Deswegen ist der Balken bei ihm da auch schon recht weit fortgeschritten, weil er überladen durch die Gegend gelaufen ist. Aber an sich ist es halt nicht so sinnvoll eigentlich. Gut. Lassen wir das so. Wo sind die Teams? Die kommen von dort. Da sollte es jetzt nichts mehr Ungewöhnliches begegnen. Die hier schlafen nicht mehr alle. Ja, ich weiß. Ich habe ihn ja schlafen geschickt. Es lohnt sich, aufzupassen. Okay. Bin fertig. Brauche was zu tun. Ah nein. Oh nein, das Speichern ist schon wieder so lange her. Nein, 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 ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich kann nicht mehr... Hier steht Speichere. Ich weiß aber nicht, was das für ein Slot ist. Es ist so viel passiert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Es ist so viel passiert und nicht, kein Kampf oder irgendwas, nur... Ja, ihr wisst. Muss ich das Spiel schließen? Läuft irgendwie immer noch. Ich glaube, das war noch vor Miguel und so. Stand speichere. Ich weiß nicht. Ja, die Sound Alerts, die funktionieren leider irgendwie immer noch nicht so wirklich. Ich habe sie hier zwar drin in der, als Quelle, aber ich verstehe nicht, warum sie nicht funktionieren. Ich habe aber auch noch nicht geguckt, wie ich das Problem behebe. Also ich hatte nur geguckt, ob die Quelle drin ist. Und sie ist drin. Also eigentlich sollte es funktionieren. Ah, wo sind die Safe Games? Sieht das? 23. ist heute. 14.21 Uhr, das ist der vorm Absturz. Ich würde mal versuchen, den als 01 abzuspeichern. Oder so, oder als 05. Ich hoffe, der ist dann da. Ansonsten ist der letzte Speicherstand von vor einer halben Stunde. Das wäre schon bitter. Okay. Ich hoffe, das funktioniert.
drück die Daumen. Ja, das ist der Speicherstand. Jetzt muss er nur noch laden. Okay, ist nicht ganz aktuell, aber viel besser als alles andere. Ja, puh, definitiv. Okay, also Dimitri und so, die sind noch nicht rübergeschickt. Doch, die sind rübergeschickt, sie sind fertig. Das heißt, es ist sogar schon der Speicherstand, wo ich jetzt weitergehen wollte. Genau, ich hätte hier schon die Marschroute gesetzt. Nach F9. Für das Team. F9, ja. Okay. Nee, ist eigentlich falsch. Eigentlich würde ich lieber hier unten lang gehen. Genau, und die sind fertig mit Reparieren. Kann ich sie jetzt hier in Trupp 3 stecken? Wir kommen heute wieder nicht zum Kämpfen. Wir wurden nicht angegriffen. Das ist negativ wie positiv. Es ist natürlich sofern negativ, dass wir halt keinen Kampf gehabt haben. Wieder nicht. Positiv ist es, weil es hätte halt sein können, dass das Team, was keine Waffen hat, angegriffen wird. Dann hätte ich mich da irgendwie durchlavieren müssen. Genau. Bis zu dem Moment, wo sie in Omerta waren, hatten sie ja noch keine Waffen. So. Nö. Kommen wir heute nicht zum Kämpfen. Wieder nicht zum Kämpfen. Also es wird immer mehr Logistik. Es wird immer mehr Logistik. Aber es passiert auch zu viel, dass ich das Offstream machen würde. Ich hatte ein bisschen aufgeräumt, aber das ist alles, was ich Offstream gemacht habe. Ich hatte auch nicht so viel Zeit. Ups. Öffne das Spiel wieder. Genau, ich hatte nicht so viel Zeit zum Spielen, sonst hätte ich auch mal gestreamt, aber... Genau. Ihr wisst, ich war mit meiner Tochter alleine. Gut, dann... Kannst du noch ein bisschen Kraft trainieren und Grizzly Kraft trainieren ist, glaube ich, ziemlicher Quatsch. Ja, das wollte ich ja gar nicht. Sprengstoffe stehen kurz vorm nächsten Schritt. Dann Mad Dog, der kann auch noch ein bisschen Kraft trainieren und Trevor tatsächlich auch ein bisschen. So, die Dimitri habe ich vergessen. Eigentlich nicht, eigentlich dachte ich hätte Dimitri gehabt. So, die sind unterwegs, die sind unterwegs. Es wird langsam immer schwieriger, den Überblick zu behalten. Larry ist mit in dem Team. Okay. Ja. Ich habe den Zielort erreicht. Genau, ihr solltet da die Gegenstände noch aufsammeln, die dort liegen. Das war der Plan. Hier, du hast auch eine Waffe. Du hast auch eine Waffe. Und zur Belohnung. Aber trink das ja nicht. Okay. Das sind hier nur die medizinischen Sachen. Genau, die kann ich noch nicht mitnehmen. Ich bin hier. Okay, sie sind angekommen. Weil sie eine Straße haben, geht es viel schneller, hier runter zu gehen, als hier durch das Unterholz sozusagen.
Gut, sie sind also da. Wir schauen, wie wir sie ausstatten. Können wir gleich mal groß tauschen. Ja. Und sie mit vernünftigen Sachen ausstatten. Hier liegt jetzt nur das. Komisch, dass ein Varon besser ist. Ich sehe doch gar nicht. 30, 70, 11. Leck mir die Tvaron-Weste. 28, 75, 15. Gut. Die Frage nach der Bedeckung, ob die jetzt so wichtig ist. Ist okay. Dann kriegst du jetzt hier Tvaron, weil das besser, ein bisschen besser zu sein scheint. Aber der Helm ist doch nicht besser. Nee. Und noch eine Hose. Brian. Da ist der Helm doch schon besser. Genau. Keine Hose mehr für dich. Ja, tatsächlich sind da noch einige Sachen, die gebraucht werden. Jetzt werden die gar ganz ohne Ausstattung kommen. Aber so ist es wohl. Ich bin hier. Und dann werden wir mal gleich den Spielstand, weil das nicht abgestürzt ist, jetzt wieder nutzen und richtig speichern. Und dann bekommen auch alle eine Waffe. So, Miguel, Pistolen haben wir ja nicht mehr. Müssen wir erst wieder finden. Kann Miguel das erstmal so behalten? Du kriegst mehr Munition, Miguel. Vielleicht, weil die Ruger Mini 14 hat halt auch nicht so viel Reichweite. Ja, Quatsch. Quatsch. Im Laster ist doch noch, sind doch noch gute MGs und sogar Pistolen. Zählt es als Pistole? Zählt als Maschinenpistole, ne? Dann werde ich die nochmal alle rausladen. Da muss ich nochmal schauen, was da sinnvoll ist. Ne, die nicht. Die auch nicht. Vielleicht, weil das die Munition dafür ist. Ja. Gut, da muss ich nochmal schauen. Also. Barry. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, was die können. Genau, Barry sieht jetzt, macht den Eindruck, als sei er ein Grenadier. Also ein Granatenspezialist, ist er auch. Er ist ein Granatenspezialist. Genau, Barry kriegt erstmal Granaten. Taschen können wir ablegen. Barry hat auch ordentlich Wumms. Das heißt, er kann damit was aufbrechen. Barry bekommt an die falsche Stelle eine gute Weste. Dann kann er die auch an die richtige Stelle legen. Sehr schön. So, dann schauen wir mal waffenmäßig. Colt.
Das Galil ist besser als ein Colt. Aber eine Colt hat wenig AP. Galil ist natürlich schlechter als eine normale Galil. Das ist die schlechtere Variante, aber auch leichtere der AK. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Passt auch nicht in den Pistolenslot. Damit ist die raus. Die kann wieder in den Laster. Inklusive der Munition. Zurück zu Barry. Welche Waffe kriegt Barry? Geben wir ihm das Galil. Und Munition mit Reichweite. Ah, der ist nicht so ein guter Schützer. Geben wir ihm normale Munition. Was für ein Koffer. So, ansonsten habe ich jetzt gar nicht so viele Granaten, die ich ihm geben kann. Tränengasgranaten. Nebelgranaten. Mal so irgendwie verteilen. Erstmal in seinen Koffer. Ach, da passen ja so viele übereinander. Nehmen wir den Platz mal so ein. Die müssen tatsächlich auch noch repariert werden, die Nebelgranaten. Die habe ich übersehen. Ein bisschen Energiebooster in seine Tasche stecken. So, okay, eine Pistole hat er jetzt nicht. Machen wir die lieber hier hin. Halt. So war der Plan. Er ist Granatwerfer. Kriegt er noch ein Messer? Er hat halt ganz gut Kraft. Die Pistolen habe ich nicht mehr wirklich, oder ich gibt die lieber jemanden, der... Ja, dann komme ich doch drauf zurück. Auf die... Hier. Die Spritzpistole, die hat ja 0 AP, von daher ist sie ziemlich... Ja, vielleicht soll ich die panzerbrechende Munition nehmen. Das ist hier alles 1 und die ist panzerbrechend. Die. Weil er ja auch noch einen Slot frei hat. Und zwar den da. Kann ich das eigentlich auch machen. Und dann kriegt er die. Für den Fall, dass er mal schnell irgendwie sich verteidigen muss. Und eine Waffe mit wenig AP braucht. So, Brian. Brian hat Kraft. Jetzt auch ein bisschen mehr Platz im Inventar wieder. Dann haben wir die ganzen MP-Holster. Die können wir auch übereinander tun. Kraft hat er. Und er ist unser Mann für... Dem gebe ich die Colt. Er hat sogar ein bisschen medizinische Fähigkeiten. Ich glaube, ich habe für die Colt noch irgendwo
Wundere mich gerade über die Granattasche. Und andere Granaten, ne? Passt auch Munition rein, interessanterweise. Ja, er hat Kraft. Er kriegt den Mörser. Kann er mit seiner Kraft auch was anfangen? Was kriegt er noch? Munition hat er erstmal. Dann können wir grundsätzlich besser aufteilen, besser verteilen, was wer so kriegt und so. Hier natürlich auch einen Laserpointer dran machen an seine Waffe und auch an die von Barry. Die schon mal besser ausgestattet. Hier legen wir ab. Für ihn habe ich auch keine Gasmaske parat. Es ist, wie es ist. Er ist Techniker. Er kriegt auf jeden Fall einen Werkzeugkoffer. Der kann aber auch in den Rucksack. Genau. Barry ist kein Techniker. Doch, der ist auch Techniker. Ja, dann tauschen wir das so. Gut, gehen wir zum nächsten. Wir haben Carlos. Carlos hat aktuell auch keine Waffe. Carlos hat auch keine spezielle Waffenfähigkeit. Der kriegt die AK von mir. Oh, wir haben nicht mal eine richtige Tasche für ihn im Moment. Muss er erstmal damit leben. Kriegt er noch eine Pistole? Haben wir gar keinen Platz für. Kriegt er auch erstmal keine Pistole. Laserpointer braucht Carlos nicht wirklich. Eigentlich auch Barry nicht, ne? Dachte ich erstmal die Waffen mit oder die Personen mit aus, die richtig gut im Schießen sind. Die hat schon ein Lasermodul. Iggy, der auch. Eis kriegt es. Eis kriegt das Maschinengewehr dann auch. Aber noch nicht. Kann es noch nicht halten. Eis ist ja auch ein Techniker. Auch das noch. Carlos ist auch ein Techniker. Haben wir die Taschen alle verteilt. Okay in Technik, sagen wir es mal so. So, wer fehlt noch? Eis hat ja schon. Der kriegt auch noch das Maschinengewehr. Iggy braucht noch Taschen.
nehme den Molotow-Cocktail nochmal raus. Granaten, ne? Nee, das sind die falschen Granaten. Ja, dann kriegst du lieber die erstmal. Und ein MP-Holster vielleicht noch dazu. Weil wir davon ja jetzt einige haben. Er hat jetzt genug Platz für seine Gasmaske. Das ist schon mal gut. Okay. Iggy. Und dann haben wir nochmal Miguel. Genau, da ist die Frage, wie gut ist denn das Mini 14? Ist tatsächlich besser als so eine Mikro-Galil. Und auch besser als eine AK. Na dann. Statten wir dich auch noch ein bisschen aus. Granaten, Erste-Hilfe-Tasche. Die können wir doch mal Fox geben, oder? Nicht wirklich. Ja, Fox ist ja auch nicht unsere Medizinerin. Braucht aber perspektivischen MP-Holster. Nicht unsere Hauptmedizinerin zumindest. Wer hat denn noch eine Flaschentasche? Ah, da hatten wir doch ja noch jemanden, der werfen konnte, oder? War das nicht Carlos, der gut werfen konnte? Muss ich gleich nochmal gucken. Carlos kann auch einen MP-Holster bekommen. Dann kann er sich nämlich noch eine Pistole da reinpacken. So. Kriegst du auch noch eine Pistole? Carlos war Werfer. Denke ich. Okay, dann habe ich das erstmal verteilt. Ah, hier ist noch mehr Zeug im Inventar von Flo. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was aufbessern? Die geben wir mal einem Werfer. Nee, ist ja nicht, ne? Ja. So, Tvaron ist besser als normal. Ja, das war's auch schon. Ansonsten haben die schon alle was Besseres. Gut, dann bleibt's dabei. Das nehme ich mit rüber.
Das nehme ich mit rüber, das nehme ich auch mit rüber. Das auch. Die kommen wieder in den Laster. Werden zu Zaster. Kampftasche können wir nicht mehr brauchen, ne? Doch, bei Miguel. Kriegt diese Tasche noch Miguel? Sonst ist Miguel natürlich führungsqualitätsmäßig der absolute Oberhammer. Der Kracher. Achso, haben jetzt schon alle Munition bekommen. Barry hat. Brian hat. Brain. Carlos hat. Der hat auch. Logisch. Eis hat. Vicky hat. Der Miguel weiß schon. Okay. Die Trommeln nehme ich auch mit. Okay. So, Iggy kommt mit in das Team. Wo ist Iggy? Und sie gehen nochmal rüber. Ich glaube, die. Okay, ich gekommen seine gut an. Ich erwarte Anweisungen. Genau, hier gibt es nämlich noch einiges bei Ihnen im Inventar, glaube ich. Also bei den anderen Söldnern im Inventar. Ich habe ja auch ein bisschen was rübergebracht. So, was habe ich? Genau, hier hätten wir noch eine Tasche. Die Twaron-Weste kann dann weg. Wir hätten die MP-Holster. Wir hätten noch einen Laserpointer. Eis. Das hier ist zum Verkauf. Iggy trägt, glaube ich, nichts. Nee. Ach, Iggy hat noch eine Granate. Die kann er noch einem Granatwerfer geben. Barry. Hast du. Total übertrieben bei Barry. Gell hat die Trommeln. War da nicht noch eine Tasche? Oh, Mad Dog hat noch Rucksäcke. Und auch Granaten. Eine Lore. Jede Menge Munition, die er nicht rumtragen muss. Sollte eigentlich, es wäre in dem anderen Sektor besser aufgehoben. Das Talon. Wir nehmen das mal raus. Energiebooster. Der ist sowieso mit seiner Timms-Tasche, aber der hat halt. Ja doch, der ist mit seiner Timms-Ausrüstung ein bisschen übertrieben. Das geben wir lieber jemand anderen mit ordentlich Kraft. Dann kriegt er hier den Aruk. Rucksack. Sehr schön, das ist doch okay. Okay. Noch mehr Granaten, mit denen er nicht so gut umgehen kann.
wir ihm die vielleicht auch noch weg. Stoffcocktail kann er ja behalten. So, dann haben wir Chris. Der trägt auch Granaten mit sich rum, die er nicht rumtragen muss. Und er hat so eine Granatweste. Die Leuchtstäbe geben wir vielleicht auch lieber einem richtigen Werfer. Der Rest ist erstmal okay. Dimitri. Dimitri ist unser. Ist schon ein Granatwerfer. Der ist auch entsprechend ausgestattet. Der hat das Maschinengewehr. Und ist ziemlich überladen. Ach, und er braucht ein MP-Holster. Das sieht man hier schon. So, jetzt kann er seine Pistole auch wieder rausnehmen. Genau. Ja, ansonsten ist er wirklich überladen. Das ist nicht so gut. Sein Snipergewehr ist sehr schwer. Wenn bei ihm so doll schwer. Das geht eigentlich alles. Rüstung, glaube ich, ist auch sehr ziemlich schwer. Ist aber erstmal so. Grizzly. Grizzly hat einen Granatwerfer. Und Granaten und ist noch nicht überladen. Grizzly hat auch solche Granaten, die er nicht unbedingt braucht. Er hat auch Sprengstoff, das er nicht unbedingt braucht. Nehmen ihm vielleicht mal ein paar Granaten weg. Also ein paar von diesen hier. Ansonsten hat er halt noch viel Power. Kann noch viel tragen. Aber was soll er tragen? Im Moment nichts für ihn. Kann den Mörser tragen. Der hat 95 Kraft. Wer trägt denn aktuell den Mörser? Ich glaube Brian, ne? Er hat 94 Kraft. Spielt keine Rolle, der kann den Mörser auch tragen. Gut, dann sind wir bei Ira. Ira ist komplett überladen. Das Ding ist halt super schwer. Aber sie trägt halt auch nicht viel. Hier noch ein paar, noch einen Molotow-Cocktail rausnehmen. Hilft auch ein bisschen was. Aber ansonsten ist es schon okay. Sie braucht nicht mehr Ausrüstung. Dafür ist sie zu schwach. Mad Dog. Ja, bei Mad Dog habe ich glaube ich schon geguckt. Das ist okay, was er jetzt hat. Trevor ist auch überladen, aber er hat halt einen Rucksack. Den kann er ablegen. Und er ist Granatwerfer. Tatsächlich. Deswegen würde ich ihm auch Granaten noch lassen. Aber ich würde ihm mal eine Granattasche geben. Mal gucken. Ach, hatten wir nicht noch eine?
Die habe ich jetzt irgendjemand anderem gegeben, ne? Gib ihm mal die ab. Barry. Wir haben zu viele Kannengranaten. Wir brauchen mehr diese kugelförmigen. Sonst ist das total gut. Und er braucht ein MP-Holster. Nee, sonst ist das schon gut. Okay. So, da bin ich jetzt erstmal alle durch. Ist es doch hier auch? Ist der schon ausgestattet? Nö. Ich hatte doch noch ein zusätzliches Talon irgendwo. Einen Colt-Talon. Habe ich so im Kopf. Aber wo? Wird das wieder verkauft? Sehr ungünstig, wenn ich das verkauft hätte. Aktuell so aus. Okay, dann ist es so. So, nochmal Barry. Barry ist Granatwerfer. Barry habe ich mit Granaten vollgepumpt. Der hat das Nachtsichtgerät 3, das kriegt Chris. Machen wir so. Erste-Hilfe-Tasche. Brauchen wir tatsächlich noch nicht so wirklich. Wir haben keinen reinen Arzt aktuell. Oder? Energiebooster. Ja, ein paar mit sich schleppen. Da. Sogar da schleppen. Ich kann auch einen Quadron-Helm bekommen. So, dummerweise habe ich das jetzt hier verlassen und jetzt muss ich diese Ansicht nochmal sortieren. Denn die Dinge hier wollte ich ja noch aufteilen. Auf unser neues Team. Doch, 9 mm. Ne, 45er. Aber leider nicht.
Auch was anderes? Ach, hey. Ja. Muss ich wohl. Okay. Ja, dann ist auch bald zu Ende. Beziehungsweise ziemlich bald. Eis kriegt noch die MG. Und die Munition dafür. Einmal kann ich laden. Und das ohne Gemetzel. Schon wieder, ja. Kein Gemetzel. Wieder eine sehr ruhige... Wow. Jetzt ist er drüber. Über dem Kraftlimit. Oh, die Munition ist schon so schwer. Okay, krass. Kann vielleicht jemand anderes für ihn transportieren. Ich wüsste da wen. Wir hatten auch noch jemanden, der Granatenmensch ist. Und zwar Brian. Brain! Ah. Brain kriegt jetzt einen Talon. In Ermangelung eines richtigen Granatwerfers. Und lade. Ich lade das Ding mit. Erstmal eine Sprengstoffgranate, eine Sprenggranate. Sondern eine Feldflasche. Und einen Zünder. Oder? Werfen kann der auch ganz gut. Kriegt er die auch noch? So reicht es. Oder vielleicht noch eine bescheidenere Granate. Und eine Gasmaske. Wenn damit so viel Gas umgeht. Ja, machen wir das so. Sprengexperte. Hatten wir doch Barry jetzt noch dabei, genau. Der hat jetzt da noch Nebelgranaten im Inventar. Ich glaube, es ist okay, die kann er schon... Dafür haben wir jetzt nicht so den Platz bei ihm. Stimmt, er könnte so ein Tims... Aber der hat auch nicht so viel Kraft. Das bedeuten würde, erstmal leichter. Aber nur erstmal. Halt das Problem. Ach, die sind ganz schön schwer, die Dinger. Die TNT-Packs. Aber ist okay. Ist okay. Machen wir es so. Das Law kriegt Grizzly. Der kann das halten. Oh, das, den brauchen wir gerade nicht, den Rucksack. Die Holzsilvetasche. Das ist, glaube ich, okay. Das können wir alles noch beim nächsten Mal verteilen. Das Wichtigste ist erstmal verteilt. Dann würde ich an der Stelle
da wir los müssen, speichern. Wieder ein sehr friedlicher Stream. Und leider auch das Spiel schon ausmachen. Ich habe nicht so auf die Zeit geachtet, aber es ist sehr schnell viel Zeit vergangen. Mal wieder. Vielleicht morgen nochmal oder vielleicht auch heute Abend. Mal gucken, was so geht. Ich komme mich heute Abend nochmal und spiele dann noch ein bisschen weiter. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Kann nichts garantieren. Ich danke der Thürerwahl für die 42 Bits. Vielen lieben Dank. Wieder einmal. Vielen Dank. Auch an Samson und an Glacer und an Blood Angel. Auch für die Follows und dass ihr dabei wart und dass ihr alle geschrieben habt. Hat wieder mal viel Spaß gemacht. Deswegen vergeht die Zeit dann auch wieder so schnell. Ich schalte um auf die Endeseite und suche uns noch ganz flott ein Raid-Ziel. Oh, ich habe nicht mal Twitch offen. Ist denn jemand online? Der Herr Biologe spielt RimWorld. Wir raiden zum Herr Biologen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, er hat auch mal jetzt ist Twitch offen, wie ihr merkt. oder was habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört gerade? Er hat mal einen kurzen Ausflug nach Forge of Empires gemacht. Aktuell spielt er RimWorld mal wieder. Und wir raiden einfach mal zu ihm. Und dann sage ich nochmal vielen Dank bei euch. Und vielleicht habt ihr Lust, bei ihm zuzuschauen. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut. Und auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende noch. Falls wir uns dieses Wochenende nicht mehr hören, aber ich glaube doch. Heute Abend, morgen Abend. Schaffen wir schon nochmal. Ciao.